Hallo Freunde und herzlich willkommen zurück zu City Skylines. In der letzten Folge haben wir ja so einen kleinen Einschlag hier gehabt. Ihr seht schon, Straßen sind verwüstet und wir haben hier ein riesiges Loch. Der Meteorit hat uns hart getroffen. So, genau. Und wir haben überlegt, dass wir hier draus vielleicht einen kleinen... Man könnte daraus eigentlich einen kleinen See machen. Bedeutet, wir nutzen eins aus unseren Plugins. Ökowasseraustritt. Grüne Alternative zur Ökowasseraustritt ist zwar kostenaufwendig, reinigt jedoch austretendes Wasser, sodass Verschmutzung reduziert wird. Nein, wir hätten gerne einfach einen Frischwasseraustritt mal. Der kommt hier hin und wird mit der Landschaft verbunden. So. Das ist jetzt unser erster kleiner Park sozusagen in der City und der sollte hier auch helfen, das Ganze zu begrünen. Falls ich mich ein bisschen unrund als sonst bewege, mein mittlerer Maustaste, der Druck ist ein bisschen im Arsch. Ich kann gerade einfach nicht mehr drücken. So, wir tun jetzt mal die Zeit wieder starten. Dann sollte das Teil sich nämlich hier auch wieder beruhigen und vor allem auch die ganzen Gebäude sollten hier wieder ihre Schönheit erreichen. So, komm, Wasser raus. Jetzt, perfekt. Und jetzt beginnt hier auch das Wasser reinzufließen. Super schön. Schaut, und schon wird das hier außen rum wieder grüner. Und ich glaube, so Frischwasser macht schon einiges aus. Wir müssen nur kurz aufpassen, weil am Ende geht es hier uns noch über. Wir machen hier einfach einen richtig schönen Wasseraustritt am Land. Übertritt werden, aber vergesst, dass es hineingefunden ist, was erfüllt. So, okay. Warte mal kurz. Also ein See ist natürlich hier eine schöne Attraktion. Da werden wir jetzt noch einen schönen Weg außenrum bauen. Ich würde sagen, wir bauen hier einen schönen kleinen Park hin einfach. Oh, ups, das wäre... das wäre jetzt beinahe zu weit gegangen. Beinahe hätte ich übersehen, dass das Wasser durchgeht. So. Sind wir hier nicht wirklich schon... Ah, jetzt geht schon ein bisschen Wasser weg, aber... Das bisschen Wasser, was jetzt gerade drüber geht, das ist okay. Wir kümmern uns jetzt erstmal darum, dass wir hier eine Straße, einen Weg haben. Ja, das bisschen Wasser, das tut euch jetzt auch nicht gerade weh. Es kommt zwar noch ein bisschen was, aber das wird sich schon lichten. Jetzt muss ich wieder raus in den Damm liegen. Warte, warte, dann nehmen wir jetzt den Weg hier. So. Und dann kümmern wir uns darum, dass der hier... Soll hier schön außen rum gehen. Mal alle Punkte aus. Da so rum. Jetzt können alle Punkte wieder an. Schauen wir mal. So. Jetzt ist der Weg um den See herum auch da. Jetzt soll ich hier noch einen Weg nach da vorne. Hier muss der Weg noch nach da angeschlossen werden. Da können wir eigentlich einen geraden Weg hinsetzen. Zack. Hier kommt auch noch so ein Weg hin. Dann können wir das hier mal vielleicht ein bisschen noch begrünen. Mit so ein paar. Was ist denn das? Was hat ihn da platziert? Irgendwie ist der Baum unsichtbar. Liegt das an der Umgebung oder was ist hier los? Warum sehe ich hier kein... Ah! Das liegt ja an der Umgebung aktuell. Hups. Ja, neue Gebäude. Ist mir gerade wurscht. Ich muss hier ein paar Bäume erstmal platzieren. So. Ja, sie benutzen schon hier den... Er ist zwar holprig, aber er schaut ganz nett aus. Und das ist jetzt sozusagen das Mahnmal, was hier passiert ist. Da können wir eigentlich... Kann man hier so einen kleinen Park auch dran errichten? Ich weiß nicht. Ich muss mal den Weg ein bisschen umplatzieren. So.
Dann kriegen wir hier noch Straßen. Haben wir den zu der Scheiße platziert. Ahaha. Man sollte aufpassen, wie man baut, ne? So. Man sieht hier schon, alles in der Umgebung ist ja noch verbrannt. Ah, ich hasse es, wenn ich hier nicht mit der Maustaste drücken kann. Aber hier sind jetzt auch schon viele Leute unterwegs. Ja, hier ist auch immer die Schule aktuell. Polizeiprobleme haben wir aktuell noch, wie es scheint. Und die wollen auch schon wieder neue Gebäude haben. Bedeutet, wir können eigentlich hier den nächsten Teil errichten von unserer Stadt. Ich habe mir überlegt, dass wir in der Zukunft hier mal in der Mitte vielleicht eine unterirdische Autobahn laufen lassen. Oder so, halt sowas wie jetzt zum Beispiel, wie kann man sagen, München hat. Das Ding würde hier die komplette Area ab. Wie viel Unterhalt pro Woche? 400, 800. Was würde drankommen, wenn wir hier sozusagen das komplette Ding abdecken würden, ne? Meteorologists are issuing a thunderstorm warning for the coming days. Och nee. Citizens are advised to stay indoors. Muss ich mal anders, weil wir schauen uns gleich mal die Meteorologen-Sachen an, aber das würde ich gerne sehen. Wie wirkt sich das aus, wo ich es baue? Weil je nachdem muss ich ja überlegen, wo ich es baue. Winter hat es die beste Auswirkungen aktuell. Die Kriminalität hatte ist jetzt nicht so groß. Den Gewitter kann es jetzt aktuell nichts anhaben, oder? Trotzdem sollte. Thunderstorm is battering the city. Stay indoors until the storm has passed. So eine Funkzentrale kann hier auch mal platziert werden. Und wir kümmern uns jetzt mal, dass hier ein bisschen alles überwacht wird. Zeig mir mal das Gebiet an. Oha. Wir sind doch mittendrin. Ey, wir haben gerade echt Unglück, wenn es darum geht. Nicht genügend Strom. Jetzt ist unser Strom auch schon wieder. Ist unsere Stromverbindung gekappt worden? Schnell eine neue Stromverbindung aufgestellt. Das ist uncool, wenn die hier einfach unseren Strom kappen. Was ist denn jetzt los? Ahahaha, nein. Nicht gut, wenn die unseren Strom kaputt machen. Das Gebäude steht in Flammen. Das Stromproblem sollte gelöst werden. Wo ist die Feuerwehr, wenn man sie braucht? Die Feuerwehr ist schon unterwegs. Sagen, hier geht dann die Autobahn durch. Das hier wird nachher ein Autobahngebiet. Unsere Schule wird wieder gelöscht aktuell. Wurde gelöscht. Perfekt. Das Gewitter trifft aber mit voller Stärke gerade. Die brennen auch schon wieder Bäume. Ich hasse Baumbrände, weil aktuell habe ich noch keinen Plan, wie ich die am besten. Ich krieg echt noch die Krise, ich sag's euch. Die haben schon wieder den Sturm gekappt. Ey, was soll denn das? Hat es einen bestimmten Grund, dass die das auf unsere Stromkabel abfahren? Und das nächste. Es ist doch gerade reine Schikanierung. Gewitter ist vorbei, wie es scheint. Es hat einige zerstörte Gebäude gekostet, aber wir werden ab sofort in der Zukunft drüber gewarnt. Da steht noch ein Gebäude in Brand, aber darum sollte sich unsere Feuerwehr in Eile kümmern. Da kommt schon die nächste. Friedhof benötigt. Oha. Ja, dafür haben wir diese Außenbereiche, die hier aktuell noch nicht gebraucht werden. Man kann hier zum Beispiel den Friedhof hin. Und hier auch noch. Dann würde ich sagen, kümmern wir uns mal um die nächste
Es gibt so viele neue Straßen. Ich habe noch nicht mal einen Straßenmod dran. Kleine Industriestraße. Breite Allee mit Busfahrspuren. Wir sind noch nicht bei den Busfahrspuren. Breite Allee mit Gras. Ich würde sagen, wir nehmen eine normale Straße fürs Erste. Ein bisschen runter mal führt und dann hier rüber. Sollte auf den Winkel passen. Perfekt. So. Dann kümmern wir uns mal um immer so. Ich führe dich einmal rum. Bis dahin. So, und jetzt muss ich bloß gucken. So. Perfekt. Und du auch so, ne? Ja, perfekt. Dann sind die nicht alle gleich. Und können bis an die speziellen Punkte gleich geführt werden. So. Perfekt. Ich muss bloß meine Augen so ein bisschen noch gerade spielen, damit ich sehe, wo ich hinfahre. Das hast du schon. Ich hasse es, wenn das Ding das macht. 177. Nein, will ich nicht. Weiß gar nicht, was für ein Winkel. Warum geht es nicht genau auf 90? 90 Grad, Leute. So, okay. Dann kommt hier noch eine Straße hin. So rüber. Ich weiß gerade selber nicht, was ich baue, aber... Kack, scheiß drauf. Jetzt müssen wir erstmal hier gucken, dass wir hier. Zack. So. Weil dann schließe ich die Straße hier an. Dann lass du dich jetzt hier so noch anschließen, ist jetzt auch wurscht. Und dich hier dran. Ich glaube, dass die hier zu. Ja, das ist zu breit. Bedeutet, hier kommen kleinere innere Straßen hin. Alle ein bisschen speziell sind. Ich hoffe, dass das jetzt... Ah, passt nicht ganz, aber okay. Obwohl, dann können wir da drin so eine Park-Area machen. Jawohl! Okay, nice. Dann würde ich sagen... Klack. Da kommt wieder weiterhin noch mit von euch rein. Also ich hier noch mehr reinhauen. Vor allem hier so, dass halt das... Gebiet schon abgeschirmt ist. Klack. Sollte hoffentlich gut passen. Unter Wasser natürlich. Unter Wasser. Unterirdisch muss natürlich noch unsere Kanalisation her. Nicht genügend Geld. Oh oh. Ich habe auf nichts geachtet und ich habe kein Geld mehr. Aber wir können uns ein Darlehen nehmen. Haha. Das kann uns jetzt gerade ein bisschen den Rücken, das Rückgrat retten, denn wir brauchen noch ein bisschen Energie. Und auch noch ein paar Wasserleitungen, die jetzt hier dürfen. Zack. Und mit dem sollte ich den Rest gelöst haben. So, perfekt. Jetzt kann das alles wachsen. Wir haben Strom. Und es sollte auch... Oh Gott, dieses ohne Mittelmaustaste zu spielen, ey, das macht einen echt fertig. Wir haben hier einen schönen kleinen Weg in der Mitte. Unser Kreis. Ach, der Kreisel, den müssten wir vielleicht nochmal in einen Kreisel verwandeln. Oder in so etwas. Die Polizeistation in der Mitte kümmert sich um alles fast. Die Überlegung ist, ob man dann sagt, okay, man macht doch hier so in der Mitte so ein riesiges Krankenhaus hin, ne? Weil aktuell ist die Krankenversorgung in den bestimmten Ecken doch ein bisschen kacke. Feuerwehrmäßig wäre es vielleicht auch eine Überlegung, in die Mitte zu gehen. Weil die Feuerwehrabdeckung ist so mittelgut. Verkehrstechnisch würde ich gerne dann auf die Dinge setzen. Monorail. Sobald sie halt freigeschaltet wird. Ne? Aktuell haben wir dafür noch nicht mal... Die kommt schon weiter, aber bringen tut sie sich gleich aktuell noch nichts. Hier ist das mit Sightseeing-Busse und Busse könnte man natürlich machen. Busse wäre eine Alternative. Biotreibstoffbusse. Was ist das denn alles? Fähre-Haltestelle.
Fähre Kay. Oh, YOLO. Weil ich könnte eigentlich eine Fähre zwischen hier zum Beispiel und da vorne... Gott, Maus, geh mir nicht auf den Sack. Ich könnte hier einen Fährenanschluss zum Beispiel machen. Fährenweg. Ah ja. Ich kann hier Fähren fahren lassen. Wie cool. Das habe ich noch nie mal herausgefunden. Was ist das denn? Fähre und Busknoten. Oh, eine Kombination. Ferndepot, was ist das? Fracht... Achso, das ist der Frachthafen. Okay. Fährenlinie? Was ist das denn? Oh, ein Fährendepot. Verbinde die Fährenhaltestellen und den Kay. Ah, okay. Aber Leute, ich glaube, das war's für diese Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ist jetzt vielleicht ein bisschen übertrieben, aber würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr ein Like da lasst. Und warum geht jetzt das... Achso, das ist F-Modell. Nee, hä? Achso, ich komme schon nicht mehr mit der Steuerung klar. Unsere kleine Stadt wächst und gedeiht und überlebt, lebt immer mehr den Gefahren der Wildnis. Wir haben aus dem Schlimmsten, was bis jetzt uns passiert ist, ein richtig schönes Erlebnis gemacht. Wir haben hier eine kleine Erlebnistour. Vielleicht sollte man hier so ein Kay reinmachen zum Besichtigen oder sowas. Man kann sich natürlich überlegen... Oh, oh. Und da hinten brennt der Wald. Aber was mit dem Waldbrand passiert, ob der uns noch betreffen wird, das sehen wir in der nächsten Folge. Ich hoffe, es gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert, wenn ihr noch nicht habt. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao.